In dieses Museum lässt sich der ein oder andere Computerspieler bestimmt gerne über Nacht einsperren. Die Besucher des Game Science Lab in Berlin können spielen und gleichzeitig bekommen sie einen Eindruck davon, was aus technischer und kreativer Sicht künftig so alles passieren könnte. Wir wollen so ein bisschen die Augen öffnen. Heutzutage passiert so viel auf der ganzen Welt. Man merkt, wie YouTube überquillt, wie Facebook überquillt mit Videos, die faszinierend sind. Es gibt aber nie einen Ort, wo all das zusammengetragen wird, um es mal einfach in einem kurzen Besuch quasi zu erleben. Und das ist das Hauptziel. Die verschiedenen neuen Arten der Interaktion mit dem Computer, seien sie durch neue Technologien oder aber durch eben Selbstbauansätze wie eben mit dem Arduino und verschiedenen Chips, das auch verschiedene neue Sachen zu erreichen, das wollen wir für jedermann zugänglich machen, so dass man eben sich so ein bisschen inspirieren lassen kann und vielleicht auch merkt, man hat selber diesen gleichen Erfinder in sich drin und so entstehen dann auch wieder neue Exponate für die Ausstellung. Den Machern geht es weniger um noch schnellere Grafik oder um spektakulär inszenierte Ballerorgien wie in den typischen Blockbustern. Stattdessen kann sich der Besucher im Game Science Lab auf spielerische Art mit Bildern und Tönen auseinandersetzen. Das reicht von wilden, leicht psychedelisch angehauchten Fingerübungen mit einer Bewegungssteuerung über ein Tanzspiel bis zur Sandbox, was hier ein Sandkasten mit computergenerierten topografischen Höhenangaben ist. Die momentan 23 interaktiven Exponate zeigen Ungewöhnliches und Experimentelles jenseits des Mainstream. Es ist wirklich schön zu sehen, wie die Leute aufgehen, wenn sie Musik durch Tanz generieren. Dann gibt es aber auch verschiedene andere Stationen, die eben so ein bisschen das schlafende Kind in einem wecken, wo man wieder sich völlig dafür begeistern kann. Den einen spricht das Eye-Tracking mehr an, eben den Computer ohne ihn zu berühren, zu steuern. Den anderen fasziniert eben der Sandkasten und der dritte mag es am Reactable, dem Musiktisch, seine eigenen Musikstücke zusammenzumixen on the fly mit dem neuen Interface sozusagen. Also es ist wirklich ein breites Spektrum und jeder spricht so ein bisschen was anderes an. Wer bereit ist, sich darauf einzulassen, kann hier wirklich etwas über Games und über sich lernen. Und vor allem Spaß haben.